Heyo! Herzlich willkommen im sonnigen Köln an meinem Fenster mit Blick auf den Innenhof. Ja, einfach um euch nicht mein unaufgeräumtes Zimmer zeigen zu müssen. Nein, Quatsch. Einfach um einen Vlog zu machen, der mal ein bisschen was anderes ist. Außerdem ist gerade so schönes Wetter und ich will wenigstens ein bisschen was von draußen mitbekommen. Vlog. Leute. Eigentlich habe ich schon wieder jede Menge Themen, die ich ansprechen möchte. Eigentlich möchte ich die aber auch gar nicht ansprechen. Manche ja, manche weniger. Anfangen werde ich wahrscheinlich mit der Tatsache, dass Legend auf meinem Projekt aufhören wird. Auf meinem Kanal. Legend wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Einfach aus dem Grund, weil es mir absolut keinen Spaß mehr macht. Ich habe die letzten Folgen, die ich aufgenommen habe, noch aufgenommen, weil das relativ interessante Ereignisse waren. So ein Heiligtum wurde fertiggestellt und diese Schnitzeljagd war halt auch ziemlich cool. Habe ich aber auch nur mitbekommen, weil ich da zufällig auf dem Server war. Ich weiß nicht, wenn mein Interesse für das Projekt nur durch solche kleinen Besonderheiten aufrechterhalten werden kann, ist es für mich meiner Meinung nach nicht mehr sinnvoll, dieses Projekt überhaupt noch zu führen. Dementsprechend, wie gesagt, ich werde vielleicht, ganz eventuell, nochmal so eine Endrundführung machen. Ich werde mir jetzt nicht mehr groß Mühe machen, um euch da viel zu liefern, weil ich einfach, wie gesagt, überhaupt keinen Bock mehr auf dieses Projekt habe. Es läuft auch langsam irgendwie, es läuft sich so aus. Also ich glaube, es gibt irgendwie nichts Spannendes mehr. Der Twilight wird jetzt bald eröffnet, aber das ist auch irgendwie das Einzige, was daran jetzt noch interessant sein könnte. Weiß ich nicht, ist nicht so meins. Ja, was haben wir noch? Die Thief Streams. Ich habe, glaube ich, jetzt schon zwei oder drei, nein, zwei müssten es sein, habe ich gemacht. Und die haben eigentlich auch ganz gut funktioniert. Zwei habe ich gemacht auf jeden Fall, ja. Und Gorgos waren beiden nicht dabei, schämlich. Die haben eigentlich sehr gut funktioniert. Problem ist nur, dass nach einer bestimmten Zeit mein Spiel einfach abstürzt. Also dann stürzt Thief ab und es funktioniert auch kaum noch, dass ich dann den Stream wirklich richtig wieder starte. Dann funktioniert es so für 5 Minuten, wenn überhaupt, und dann stürzt das Ganze wieder ab. Dadurch, dass das Spiel dann immer wieder abstürzt, habe ich irgendwie so dezente Probleme, dann den Stream weiterzuführen. Jedenfalls wird es die Streams wahrscheinlich jetzt demnächst öfter geben. Ich habe demnächst auch wieder eine Woche Urlaub. Ich werde die aber auch immer vorher ankündigen. Ich brauche noch ein ordentliches Ankündigungsvideo. Irgendwie sind die Ankündigungsvideos, die ich da immer mache, ziemlich für den Arsch. Entschuldigt den Ausdruck. Aber ja, ich fand es auch ganz cool. Ich hatte immer so ein paar Zuschauer, die mir dann geschrieben haben. Hakmi war unter anderem dabei. Nilo war beim ersten Mal dabei. Das fand ich sehr cool. Vielen Dank nochmal für deine Tipps übrigens. Und freut mich, dass es so ein bisschen Anklang gefunden hat. Das erste Mal, dass ich es gestreamt habe, ist schon irgendwie cool. Also ich habe so ein bisschen Gefallen dran gefunden, muss ich sagen. Die Videos, die ich in meinem letzten Vlog angekündigt hatte, sprich von Saltatio Mortis und das Kriegsvideo, in Anführungszeichen, die werden noch kommen. Allerdings ist die Produktion dieser Videos aufwendiger, als ich das am Anfang gedacht habe. Ich brauche wahrscheinlich ein bisschen länger dafür. Ich habe das erste Video hatte ich schon mal angefangen, hatte ich auch fast fertig, aber dann hat mir mein der Movie Maker, mit dem ich meine Videos immer noch bearbeite, ich weiß, ich lebe einfach hinterm Mond, der hat irgendwie die Dateien nicht verarbeiten können, beziehungsweise ich konnte es am Ende nicht rendern, sodass ich es irgendwie hätte speichern können. Die Dateien sind leider alle weg. 38 Minuten Rohmaterial, die ich ungefähr in 6 Minuten gekürzt hatte. Es ist einfach alles weg und ich habe dann irgendwann so die Lust verloren, da nochmal weiter dran zu arbeiten, dass ich jetzt erstmal eine Pause eingelegt habe. Aber die Videos werden auf jeden Fall noch kommen, es dauert allerdings eine Weile. Einfach weil es tatsächlich doch aufwendiger ist, als ich gedacht habe, dass ich mir das aufwendiger mache, als eigentlich notwendig, ist mir auch klar. Aber ja, nur damit ihr Bescheid wisst, warum es noch ein kleines bisschen dauern kann, bis die Videos kommen. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen von euch auch überhaupt nicht, ob sie kommen und wann sie kommen. Nur für diejenigen, die es interessiert. Wo wir gerade bei Interesse sind. Ich habe vor, ein ganz bestimmtes Video von einem ganz bestimmten Spiel auf meinem Kanal zu bringen, auf das ich eigentlich schon lange Zeit mega Bock habe,
Aber ich habe mich nie getraut, es wirklich zu machen. Einfach, weil ich mir immer gedacht habe, das kannst du nicht bringen. Du bist so unfassbar schlecht in diesem Spiel. Du würdest dich damit nur mega unglücklich machen. Lass es einfach. Gut. Ich habe aber einfach momentan sowas von Bock auf dieses Game. Und ich bin es einfach mega am Suchten. Und ich habe Bock, ein Video dazu hochzuladen. Also ich habe auf Facebook einen Aufruf gestartet, in dem ich gefragt habe, ob es sinnvoll wäre, ein solches Video zu machen und ob es irgendwen interessieren würde, wenn ich es mache. Lustigerweise hatte ich prompt 3 Nachrichten, dass ich es auf gar keinen Fall tun soll, weil mich die Community dieses Spiels in Grund und Boden haten würde. Wahrscheinlich wollt ihr schon längst wissen, um welches Spiel es überhaupt geht. Es geht um League of Legends. Wie gesagt, ich bin das Spiel momentan mega am Suchten. Ich bin gestern Stufe 20 geworden. Ich weiß aber, dass ich in dem Spiel noch absolut schlecht bin. Also, dass ich wirklich... Ich vergleiche mich immer mit viel zu hohen Spielern. Ich habe einige Bekannte, die spielen das schon seit Jahren und sind natürlich auch schon Ewigkeiten Level 30 und im Rank drin und keine Ahnung was. Und ich spiele es halt richtig aktiv seit ungefähr 2 Monaten. Und dann kann man sich natürlich nicht mit anderen vergleichen, gerade was die das Können angeht. Und mir wurde nur halt gesagt, gerade wenn schlechte Spieler Videos von League of Legends hochladen, ist die Community richtig arschig und hatet die Videos in Grund und Boden und beleidigt einen. Ich meine, Beleidigungen bin ich gewohnt. Dadurch, dass ich so schlecht bin, werde ich grundsätzlich in diesen Spielen beleidigt. Als Noob bezeichnet und keine Ahnung was. Dementsprechend, wie gesagt, geht mir das eigentlich ziemlich am Arsch vorbei. Ich bin es gewohnt, dass die Community scheiße ist. Also scheiße sein kann, nicht grundsätzlich scheiße ist. Es gibt auch wirklich richtig nette und richtig tolle Spieler, mit denen man dann auch richtig gut im Team spielen kann. Aber es gibt halt auch viele Arschlöcher, muss man einfach so sagen. Ich habe auch, gerade weil mir das gesagt wurde, erst recht Bock, dieses Video zu machen und hochzuladen. Weil ich einfach wissen will, ob die LoL-Community wirklich so arschig ist. Ich meine, ich kündige an, dass ich schlecht bin. Ich kündige an, dass dieses Spiel nicht besonders gut sein wird. Und jeder hat mal angefangen. Es ist doch normal, dass man, wenn man ein Spiel anfängt, es nicht direkt meistern kann. Und das müssen die Leute doch auch verstehen, oder nicht? Ich meine, das ist doch ein bisschen gesunder Menschenverstand. Davon ab würde es mir sowieso vollkommen egal sein, weil ich nun mal gerne mit euch auf meinem Kanal das teilen möchte, was ich gerne spiele. Ich wurde auch schon von einigen gefragt, warum lädst du nur Thief hoch? Warum lädst du nur Dark Project hoch? Warum tust du dies? Warum tust du das? Warum tust du jenes? Weil es mir Spaß macht. Punkt. Wenn ihr was anderes sehen wollt, geht auf andere Kanäle. Wenn es euch nicht interessiert, geht runter von meinem Kanal. Geht runter von den Videos. Wenn ich jetzt Kommentare unter meinen Videos habe, die mir sagen, du bist scheiße, du spielst scheiße, hör auf mit dem Spiel, du kannst nichts. Warum spielt man ein Spiel, um was zu können? Man spielt auch ein Spiel, um Spaß dran zu haben, oder? Oder sehe ich das komplett falsch? Und wenn ich nun mal Spaß dran habe, dann spiele ich es auch weiter. Und wenn ich Spaß daran habe, die Videos von diesem Spiel mit euch zu teilen, dann werde ich das tun. Es hat sich jetzt so angehört, von den Leuten, die mir da geschrieben haben, dass die Community sich nicht nur auf die LOL-Videos beschränkt, sondern auch alle anderen Videos dann komplett disliked und einfach runterhatet ohne Ende. Wenn dem wirklich so sein sollte, muss ich ganz ehrlich gestehen, weiß ich nicht, ob ich League of Legends wirklich noch weiter spielen möchte. Weil, mal ganz ehrlich, man darf seine Meinung äußern, ist kein Problem, habe ich auch gerade gesagt, dürft ihr gerne tun. Allerdings haben meine anderen Videos absolut nichts damit zu tun, dass ihr mich als League of Legends Spieler scheiße findet. Und wenn dem wirklich so sein sollte, also dann Halleluja. Also dann ist die League of Legends Community mit Abstand die arschigste, die ich jemals mitbekommen habe. Aber wir warten mal ab. Wir warten mal ab. Ich werde demnächst auf jeden Fall eine Folge League of Legends hochladen. Leech of Legends oder League of Legends? Ich weiß es gar nicht. Es wird allerdings keine normale Runde sein, weil die viel zu lang werden würde. Es wird wahrscheinlich eine Runde Aram sein, weil ich auch in letzter Zeit wahnsinnig viel Aram spiele und ich das immer so interessant finde, dass man noch Champions bekommt, die man absolut nicht kennt, die man noch nie gespielt hat, die einfach gerade in der Rotation sind und die man sich wahrscheinlich, wenn man normal spielen würde, niemals auswählen würde. Man wird einfach mehr oder weniger gezwungen, Charaktere zu nehmen, die man nicht kennt und mit denen zu interagieren und klarzukommen.
Man lernt die verschiedenen Champions kennen. Das finde ich das Interessante am Arem. Und es gibt kein Gekloppe um die Lanes. Ich bin gespannt, wie es ankommt. Also ich werde es auf jeden Fall hochladen. Auch entgegen aller Meinungen, dass das keine gute Idee ist. Weil gerade das mich dazu verleitet hat, es tatsächlich doch zu tun. Vielen Dank für eure Rückmeldung, Leute. So viel zu den neuen Infos. Ich wollte den Vlog gerne mal ein bisschen kürzer halten. Das funktioniert bei mir einfach nicht, Leute. Es tut mir wahnsinnig leid. Aber ich habe auf jeden Fall ausnahmsweise mal eine schöne Aussicht gehabt. Ich hoffe, ihr auch. Da. Köln bei Sonnenschein. Ich kann mir ja mal kurz angucken, wie das eigentlich aussieht, wenn ich das so filme. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war ein bisschen informativ für euch. Und ich hoffe, ihr freut euch auf das, was da noch kommen wird. Ich auf jeden Fall freue mich mega. Ich werde mich auch wahrscheinlich gleich an die Runde setzen und die aufnehmen. Und mal schauen, wann sie dann hochkommt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Das Problem ist, dass ich einfach irgendwie... Oh, Wind, Wind. Uhu. Ich hoffe, ihr versteht mich noch. Ich weiß nicht, ob das irgendwie in der Kamera dann zu hören ist, wenn hier Wind geht. Oh, guck mal. Ist es nicht wunderschön? Oh, ich liebe es einfach, in meinem Fenster zu sitzen. Ich gucke die ganze Zeit nach rechts. Ich weiß, es tut mir leid. Ja, ich habe hier meine Feuerleiter. Direkt vorm Fenster. Wonderful. So, hier geht es übrigens unten in den Innenhof. Ja. Ich muss nur ein bisschen lernen, mit der Kamera klarzukommen.